Hallo, hallo, willkommen zurück in unserem Dust Bowl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet seid. Wir haben ein, ja, ich würde mal sagen, ein Großauftrag vor. Great job. Wir fahren ja irgendwie schon Richtung Finish. Das heißt, wir wollen auch alles da haben, was das Spiel zu bieten hat. Das war nicht mit Absicht, Entschuldigung. Es tut mir leid, ich war abgelenkt. Also müssen wir einiges überprüfen. Wir müssen jetzt einiges überprüfen. Zum Beispiel brauchen wir weitere Regale. Logisch. Müssen wir wieder Sachen einkaufen. Logisch. Oh, wow. Okay. Süßzeug ist fast alles durch. Wir haben Softdrinks. Haben wir noch mehr als genug? Softdrinks brauchen wir also nicht. Alkohol brauchen wir auch nicht. Hier sieht's gut aus. Zeitungen. Komm, rein damit. Oh, Eis. Eis ist weg. Eis haben wir keins mehr. Was ist hier mit diesem Regal? Ein Aluhut noch rein. Okay, Hüte sind auch wieder da. Und Brillen. Haben wir schon Brillen verkauft? Ach, eine Brille haben wir verkauft. Immerhin, immerhin. So. Kurz mal gucken. Wir kümmern uns erstmal um die Produkte, die wir brauchen. Erfrischungsgetränke brauchen wir nicht. Snacks brauchen wir. Mal was anderes. Ach, hier, endlich mal. Die und die, ich bin mir nicht sicher. Die. So, Alkohol hatten wir noch. Zigaretten, ja, das ist immer Pflicht, glaube ich. Eiscreme. Zwei Sorten Autopflege, ein bisschen was für die Reserve, warum nicht? Und Zeitung. Ja, so Billigzeitung. So, es kommen noch Teddys, Gebäck und Spielzeuge. 700 erstmal hierfür. Kein Problem. Dann haben wir ein bisschen was auf Reserve für unser kleines Geschäft, für den kleinen Tante-Emma-Laden sozusagen. So langsam entwickeln wir uns ja dahin. Bei uns gibt es bald Awesome. alles. Alles. Ja. Gut, 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 gut. Benzin müssen wir nachbestellen. Wir haben Kohle für Benzin. Dann tun wir das jetzt auch. I was worried we'd be stranded. So, Benzin nachkaufen. Lieferung, Kraftstoff. 500 Liter geht durch. Rein damit. Haben wir. Okay. Okay, wir haben noch 900. Wie sieht die Werkstatt aus? Wir überprüfen nochmal die Werkstatt. Nina arbeitet. Oh Gott, sie ist flink. Sie ist flink. Sie verbraucht unsere Rohstoffe wie nichts, ey. Reifen vor allen Dingen wieder. Reifen vor allen Dingen wieder. Ach, Lieferung. Autoteile, Reifen sind teuer. Brauchen wir aber. Wie sieht's aus? Kriegen wir das bezahlt? Gerade so. Gerade so. Ein bisschen Geld ist uns übrig geblieben. So, kommen Sie rein. Ja, guter Mann. Ich brauche meine Rohstoffe. Einmal das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Ah, gut. Ja, Wiedersehen. Tschüss. Ist raus. Penner. Gut, Alfred ist auf dem Weg. Da hinten kommt er schon um die Kurve geschlittert. Solange füllen wir kurz nochmal die Regale durch. Wow, shit. Wir hätten vielleicht noch ein paar mehr Zigaretten kaufen sollen. Ist doch weniger, wie ich dachte. Ist doch weniger, wie ich dachte. Oh, endlich mal hier was Neues im Regal, nicht wahr? Ja. Hier hatten wir noch genug. Ich komme schon, Alfred. Alkohol hatten wir auch noch genug. Paar Pflegeteile. 10, 10, 10, 10. Fertig. Paar Zeitungen. Hier, paar von denen hier. Bumm. Und Eiscreme auffüllen. So, das hätten wir. Ich komme, Alfred. Oh nein. Oh, und schon wieder Sandhaufen weg. Oh, das ist so nervig. Dieses Spiel besteht nur aus Nervigkeit. Oh, jetzt kann ich schon wieder 15 Sandhaufen wegräumen gleich. Mein Gott. Ah, ja, dillelö. Tschüss.
Nina, ich komme mit neuen Reifen. Unsere Bude ist voll vermüllt. Unterster Stand, unterster Stand. So, Reifen hast du wieder. Viel Spaß. Ah. Oh Gott, und der Partybus hinterher. Und der Partybus hinterher. Ah, die Verrückten sind wieder da. Die werden wieder die ganze Bude zumüllen. Gerade was ich sauber gemacht habe, ist direkt wieder für die Katz. Ist direkt wieder für die Katz. So, sonst noch was? Ach, Mayumi, komm schon. Mach mir hier keine Arbeit, ja? Guten Tag. Willkommen in unserem hippigen Laden. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Bla, bla, bla. Willkommen, bla, bla. Unsere Kundenfreundlichkeit ist halt nicht mehr so, wie sie war. Ja, komm. Guck mal, guck mal. Er hat schon die Hälfte voll gemacht. Mit einem Einwurf. Spinner. Hm. Ja, ich meine, netter Kunde natürlich. So. Wo sind die Sandhaufen? Da sehe ich schon einen. Oh mein Gott. Ja, du auch. Auf Wiedersehen. Und du noch vielleicht. Kanister schon mal auspacken, auffüllen. Wow. Ja, da ist schon die erste reingefahren. Oh Mann. Was sind die nur so hohl? Was sind die nur so hohl? Ach Gott. So, jetzt raus hier. Zum Glück ist es abends. Da kommen jetzt hier nicht so viele Leute rein. Kann ich kurz die Sandhaufen wegpacken. Ja, Ma'am, entschuldigen Sie, aber selbst schuld. Die wird nämlich hier wieder reinfahren, wenn ich den hier nicht wegmache. Auf solche Spielchen lasse ich mich hier nicht ein. Nee, sorry. Nee, ohne mich. Ohne mich. Ich fahre erstmal den hinteren weg. Vorsicht! Mein Gott, hier guckt auch keiner nach vorne, ne? Ah, wow. Na, lass los. Zumindest habe ich einen chilligen Hut an, sehe ich gerade. Oh, bin ein ganz schön chilliger Kerl. Muss man schon sagen. Ich meine natürlich ein knallharter Geschäftsmann. Ja, mit uns ist nicht zu spaßen. Vorsicht, ich muss hier vorbei. Tschüss, auf Wiedersehen. So, Ma'am. Bitte fahren Sie doch einfach ein bisschen vorsichtiger. Uah, komm ich hier noch rum? Gerade so. Uah, okay. Uah, ich hoffe, sonst sind hier keine Sandhaufen mehr. Ist mir jetzt auch völlig wurscht. Sonst schiebe ich die Autos raus mit dem Besen. Da liegt Müll. So, erledigt. Oh, oh Gott, es lackt. So, kurz hier rein. Ey. Gute Fahrt, Ma'am. Lieb, dass Sie gewartet haben. Sie natürlich auch. Auf Wiedersehen. Sie habe ich natürlich auch nicht vergessen. Auf Wiedersehen. Gut, das hätten wir. Wie sieht der Laden aus? Katastrophe, Katastrophe. Was haben wir auch erwartet? Was haben wir auch erwartet? Fische, die bringen immer Fische mit. Und Mayumi, also ich dachte, wir hätten darüber gesprochen. Oh, ui, ui, ui.
Also beim besten Willen. Ich weiß nicht, wann man die Carwash-Anlage bedienen sollte. Es ist keine Zeit dafür. Es ist einfach keine Zeit dafür. So. Gut, versuchen wir den Laden jetzt wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ganzen Pushborn hier mal weg. Was ist das denn? Ach, ein Schädel. Ach, Mayumi. Ich schwöre, der lag doch eben nicht da. Da kann nur von Mayumi kommen. Mein Gott. Die Alte, ne? Da haben wir uns eine Angestellte angelacht. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein paar Brillen gekauft. Ist mir jetzt egal. So, überall ist noch was drin, das muss reichen. Werkstatt. Werkstatt kurz überprüfen. Keiner da. Nina ist platt wahrscheinlich, denke ich mir mal. Nina, ja, die ist fix und alle. Die wird erstmal bezahlt. So, du bist bezahlt. Und kannst eine Pause einlegen. Charlotte übernimmt, die muss auch bezahlt werden. Alle müssen schon wieder bezahlt werden. Gut. Sprit. Die Kollegen brauchen Sprit. You're amazing. Du bist auch amazing. I was worried we'd be stranded. Sehe ich auch so. Have a nice day. Du auch. Tschüss. Oh, gut. Arbeitet sie? Ja, gut. Sie arbeitet. Okay. Gut, wir tun's. Einrichtung. Regale. Teddybär. Bumm. Gebäck. Bumm. Spielzeuge. Bumm. Yeah. Okay, wir haben 800 noch. 800. 800. Haben wir Ausrüstung in der Werkstatt. Okay, wenn Mayumi hier wieder arbeiten kommt, dann läuft das Geld wieder. Gut. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen Produkte. Wir gucken uns erstmal wieder nach den Standardprodukten um. Ob alles da ist. 10 davon. Fertig. Steht. Paar von denen. Den einen können wir auch. Ja, passt nicht mehr rein. Fertig. Alkohol. 10 davon. Fertig. Ist voll. Oh, das sieht verdammt gut aus. Voll. Brillen. Auch voll. Eiscreme. Haben wir. Nur Tabak fehlt. Okay, nur Tabak fehlt. Wir machen den Tausender noch voll. Thank you. Sehr gerne. Sehe ich auch so. Incredible. Okay. Ab an den PC. Lieferung. Produkte. Wir brauchen Zigaretten. 1, 2. Jetzt brauchen wir Teddybears. Oh shit, wir können nur die kaufen. Sind auch die billigsten. Ist mir egal, kaufen wir, damit die Regale voll werden. Von mir aus nur mit einem Teddy. Gebäck. Muffins. Cookies. Und Donuts. Haben wir. Spielzeuge. Schon wieder Teddys. Hier ist mal was anderes. 1, 2, 3. Na gut, dann halt von mir aus auch nochmal Teddys. Warum? Passt irgendwie nicht, aber egal. Wie viel kostet uns das? 700. Bomm. Wow. Wir sind im Endlevel. Wir sind im Endlevel, Leute. So. Gut. Rucksack. Regale. Kuscheltier. Kuscheltiere.
Gut, die können gerne hier vorne sein. Kuscheltiere. Dann Spielzeuge. Könnten wir natürlich noch ein bisschen besser einordnen, sage ich mal. Warte mal, das hier muss weg. Das hier muss weg, das stört. Aber erstmal bin ich froh, wenn wir es überhaupt untergebracht haben, alles. Und Gebäck, 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 Gebäck. Könnte man ja eigentlich hier so in die Mitte abstellen. Warum nicht? Lieferant kommt, oder? Ja, 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 ja. Jetzt holen wir unser Zeug ab, füllen alles auf und ja, da haben wir, ja, wir sind ein Tante-Emma-Laden. Wir sind offiziell dann ein Tante-Emma-Laden. Wir haben einfach so viel Auswahl, dass wir uns diesen Titel verdient haben. Schön. Ja, wir haben einfach alles. Alles. That'll do. Dillelüt. Hey. So. Das Ding muss noch abgegradet werden, auch wenn wir es kaum nutzen. Okay, los geht's. So, 10 Muffins. 10 Cookies. 10 Donuts. Geht nicht. Zeig mal her. Lecker. Oh ja, oh ja. Zigaretten. Stopfen wir einfach kreuz und quer rein. Gut. Toys. Oh, shit. Okay. Oh je, hier geht noch einiges rein. Gut, verstehe. Ja, hier geht auch noch einiges rein. Na gut, aber Leute, es ist da. Es ist da. Von allem ist etwas da. Gut, cool, cool. Ah. Oh, Nina könnten wir in die Werkstatt schicken, so langsam. Am besten jetzt. Am besten jetzt. Ach, Nina. Bezahlt bist du. Auf geht's, Autos reparieren. Cool, 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 cool. Wir haben uns aufs Maximum vergrößert. Nein, noch nicht ganz. Stufe 7 geht ja noch. Stufe 7 geht ja noch. So. Sack ist weg. Gut, tschüss. Ah, okay. Wir brauchen Lampen. Blumenlampen wieder. Wir brauchen wieder alles. Alles an Deko, damit das hier alles ein bisschen schicker aussieht. Dekoration. Wir bleiben unserem Stil erstmal so ein bisschen treu, würde ich sagen. 3 von den Lampen. 4 Blumen. Boom. Wow, wir haben noch $70. Das war teuer. Das war natürlich teuer. So. 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 Ja, wird. Das wird. So. Ja, hier fehlt noch irgendwas. Hier fehlt noch irgendwas, aber wir können ja auch noch ein bisschen Platz für Deko uns behalten. Was ist das denn? Oh, die ist ganz schön klein geworden. Habt ihr das gesehen? Was war das denn bitte? Ey, Lampe, komm, stell dich jetzt nicht so an. Wieso will die denn... Was stört sie denn? Das Bild? Stört sie das Bild? Na gut, geht nur so. In Ordnung. Wir haben noch 2 Pflanzen. Wir haben noch 2 Pflanzen. Erstmal, die knallen wir erstmal halt wohin. Oh, hier guck, hier können wir auch noch eine hin. So. Ha!
Ja, yeah, cool. Unser Laden steht erstmal. Wirkt doch schon viel gemütlicher wie früher. Ja, ist mir egal, ob deine Zigaretten da sind oder nicht. Danke auch. Auf Wiedersehen. Wir haben 560 Dollar. Bisschen was ist wieder in die Kasse gekommen. Okay, es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Angestellte. Neuer Wohnwagen. 500. Ist mir egal. Wir brauchen eine Putzfrau. Wir brauchen jetzt hier echt mal eine Putzfrau. Oder einen Putzmann. Ist mir völlig egal. Von mir aus lassen wir einen Mann putzen, oder? Ja, für die Gleichberechtigung würde ich sagen. Ha, wir können nur einen nehmen. Jan oder Mathe. Jan. Jan hört sich für mich schon nach Reinigen an, ehrlich gesagt. Der ist auch ziemlich stark hier. Ah, ne, der ist teuer. Aber der hat ein höheres Level. Jan! Willkommen im Team. Du? Ach komm, wir gehen ihn Hallo sagen. Jeder Angestellte wird hier begrüßt bei uns. Willkommen im Dust Bowl und so, weil ihr wisst schon, Motivationsrede. Ach, Jan, wo bist du? Hallo, Jan. Du bist herzlich willkommen im Team. Hey, Mayumi, hast neue Nachbarn. Den Jan, den Alki, den Trinker, den Siffer. Der ist ja krass drauf. Gefällt mir. Gefällt mir. Der trinkt halt gerne mein Bier. Warum nicht? In der heutigen Zeit? Jan, willkommen im Team. Du gehörst jetzt zu Dust Bowl. Du kriegst ein faires Gehalt, wirst 24-Stunden-Schichten schieben. Und deine erste Aufgabe und deine letzte Aufgabe wird es sein, die Tankstelle zu reinigen. Auf geht's! Ja, guckt euch das an. Wieder so einer, der hochmotiviert auf die Arbeit sprintet. Ach, ich mag die Gegend. Ich mag die Gegend hier. Ich glaube zwar nicht, dass Jan schafft, den Laden sauber zu bekommen, aber er wird jetzt permanent dafür eingesetzt. Vielleicht irgendwann wird er eine Hilfe sein. Ja, so. Gut. Gut. Just as I wanted. Gut. Sprit, 400 Liter, 500 Liter haben wir noch, das passt. Charlotte ist bald platt. Wie sieht's mit Reparatur aus? Nina hat noch gut Power. Okay, das heißt, wir konzentrieren uns weiter. Regale auffüllen. Ich denke mal, das wird jetzt das Hauptziel sein, die ganzen Regale voll zu bekommen. Oh, Nina hat einen Kunden. Schön, das bringt Geld. Oh, wie sieht's eigentlich bei ihr aus? Reifenspiegel. Kratzer. Ja, die könnte bald wieder eine Ladung gebrauchen. Jan? Jan? Wir warten ab, ob er das hinkriegt. Keine Produkte mehr. Uiuiui, okay, wir müssen... Wir müssen gucken, was wir direkt jetzt wieder spontan sofort einkaufen müssen. Das hier geht noch alles. Alkohol. Alkohol geht auch. Das funktioniert. Zeitung haben wir. Teddybären können wir nicht auffüllen. Brillen haben wir auch noch genug. Gebäck. So, das passt. Gebäck. Oh, Eis. Eis werden wir nachkaufen. Wahrscheinlich Tabak. Standard. Ja, können wir auf jeden Fall. Und die ganzen neuen Sachen. Mal gucken, ob es neue Sachen, Sachen zu Angebotspreisen gibt. Entschuldigt. So, Zigaretten. Wie immer, eine Dreierpackung. Eis. Wo haben wir es? Eiscreme. Den und den. Das passt. Ein paar Hüte brauchen wir wieder. Wir haben wieder nur die... Oh, geil! Yeah! Drinking Helm! Oh, hier. Noch so ein Arbeiterhelm. Können wir auch gut gebrauchen. Brillen hatten wir noch. Teddybären. Ach, die anderen sind so teuer.
Naja gut, aber dann füllen wir halt damit auf, was da ist. Hauptsache voll. Gebäck hatten wir noch und Spielzeuge. Ach, ist alles... alles shit. Wie viel? 600. Kaufen wir. Gut. Ey, Jan, ich höre Jan arbeiten. Hey Jan! Oh, ich denke, Charlotte ist kaputt, ne? Gut, bezahlen wir Charlotte. So, Mayumi. Du bist bezahlt. Bediene die Kasse. Uiuiuiuiuiuiuiui. Wir haben's im Griff. Wir haben's im Griff. Aber ich muss jetzt rückwirkend, wenn ich so überlege, gestehen. Also unser kriminelles Business, was wir eigentlich vorhatten. Autos beklauen, dies, das. Es ist furchtbar. Es war so nie geplant, so wie es jetzt läuft. Es sollte in eine ganz andere Richtung gehen. Jetzt sind wir hier wirklich eine seriöse Tankstelle. Bleh. Seriös. Bleh. Demokratisch auch noch wahrscheinlich. Ach. So sollte das alles nicht sein. So sollte das alles nicht sein. Ich helfe mal hier, Jan. Der kriegt echt nichts gebacken hier. So. Zumindest hier ein bisschen. Sprit. Sprit, Sprit, Sprit. Vielleicht nochmal voll machen. So richtig voll machen. Bumm. Dann haben wir 1000 Liter im Tank. Och, Ma'am, wissen Sie, hier ist geschlossen. Jo, ich mach dir schon auf. Kein Problem, kein Stress, kein Stress. Rein damit. Ja, auf Wiedersehen. Oh, Dennis, schon wieder. Dennis, Junge, du hast ja keine Ahnung. So. Bumm, Waschbecken. Junge, 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 Junge. Bam. Bam. Ja, und... bam. Ja. Haha, das lassen wir als Erinnerung. Ja, Dennis, Drecksack. Gut, 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 gut. Gute Fahrt, danke, danke. Vielen Dank für das Lob. Genau so, so sieht's aus. Ja, cool, 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 cool. Alfred kommt, Regale auffüllen, auf geht's. Snacks. Bumm, haben wir. Bumm, haben wir. Haben wir. Haben wir. Zeitung. Rein da. Oh. Brillen. Rein da. Teddybärs. 30 Stück. Tja, das wird auch ein Teddystand leider. Tut mir leid. War zwar nicht so geplant, aber wenn die mir nichts anderes geben. Beide Teddys. Beides mit Teddys voll. Egal. Hauptsache es wird verkauft. Hey Alfred, moin. Och. Wow, du wirst mal nicht rumgescheucht. Ist ja neu. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Hast du das gesehen? Meine Angestellten laufen hier freiwillig herum. Hey Jan, wo warst du denn zur Hölle? Wo war der denn da hinten? Hat er die Lagerhalle aufgeräumt? Hat er die Lagerhalle aufgeräumt? Ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt hier. Aber, na gut, egal. Kurz mal hier rüber. So, unser Laden ist fast fertig. Fast fertig. Noch ein Upgrade. Ein Upgrade noch. Und wir könnten jetzt dafür die Kohle anfangen zu sparen. Ich würde sagen, wir können anfangen zu sparen. Für das letzte Upgrade. Das kostete 7.500, oder? Wie viel war es?
Ja, 7500. Gut, das kriegen wir jetzt mal so eben nicht mehr zusammen. Den habe ich vergessen. Cool, 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 cool. Zigaretten haben wir wieder. Ah, wow, ich bin zufrieden, ihr Lieben. Ich bin mit unserem Business zufrieden. Ich helfe nochmal Jan ein bisschen. Der ist nicht der schnellste. Leider, leider. So, guckt euch das mal an. Wir verkaufen alles. Wir haben noch ein paar leere Felder. Aber da können wir so ganz anderes Deko vielleicht reinmachen. Irgendwie so ein Löwen oder so. Ihr wisst schon, so. Genau so, genau so. Sowas in der Art. Genau sowas stelle ich mir hier vor. Hm, kriegen wir hin. Kriegen wir noch hin. Guten Tag, Sir. Ja, cool, cool. Guten Tag, Sir. You're amazing. Danke. So. Sir, ich bin bereit. Wow, 18 Liter, wow. Top of the line job there. Danke, auf Wiedersehen, tschüss. Ach, hey Mayumi, wie geht's dir, hm? Wir haben es weit gebracht, oder? Du warst zwar nicht die Erste, aber wir haben es weit gebracht, Mayumi. Entschuldigen Sie, ich habe hier ein Gespräch, Mitarbeitergespräch. Jan, räum mal ein bisschen schneller auf. Jan. Ja. Wohin läuft der denn jetzt schon wieder? Läuft. Genau, jetzt gucken wir uns mal an, was er denn da hinten treibt. Das wird mich ja schon interessieren. Noch kurz gucken, was er hier macht. Er läuft nicht in die Werkstatt. Doch. Ey! Du Cheater! Echt jetzt? Aha, aha, aha. Stück für Stück. Also der arbeitet sich vor, ich verstehe. Und wieso zur Hölle nimmst du nicht die Tür? Hm. Ah. Es tut mir leid, Werkstatt ist geschlossen erstmal. Nina muss sich ausruhen, wie es aussieht. Braucht Nina wieder irgendwas? Ja, eigentlich alles. Eigentlich alles. Kümmern wir uns. Kümmern wir uns. Oh Gott, hier stehen schon wieder Autos. Gut. Kümmern wir uns drum, aber das machen wir in den nächsten Folge, Lieben. Wir machen noch die Sekunden hier frisch. So, kurz Diesel rein. Kurz Diesel rein. Und dann machen wir Nina wieder fit für die Werkstatt. Die bringt uns die dicke Kohle. Und dann rattern wir auf die 7500 zu. Aber das versuchen wir in der nächsten Folge zu erreichen. Ich weiß nicht, ob wir 5000 in der Folge schaffen. Wir werden es versuchen. Ich hoffe, ihr seid dabei, ihr Lieben. An dieser Stelle mache ich Schluss. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nachher wieder dabei seid. Passt auf euch auf. Abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich freuen und ihr bekommt eine Info, sobald neue Nachrichten da sind. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.